Sie werden ein schönes Mädchen kennenlernen. Nehmen Sie sich in Acht, dass Sie sich nicht verlieben. Darf ich Sie wiedersehen? Ich gestand's ihm zu. Ich bin so glücklich, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein versunken. Ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Ich werde Sie sehen, rufe ich morgens aus, wenn ich mit aller Heiterkeit der schönen Sonne entgegenblicke. Ich werde Sie sehen und da habe ich keinen Wunsch weiter. Der Bräutigam ist da. Wenn Sie zwei Verehrer im guten Vernehmen miteinander erhalten können, ist der Vorteil immer Ihr. Es ist in der Welt nichts Lächerlicheres erfunden worden als dieses Verhältnis. Was man ein Kind ist, was ich ein Kind bin. Ob er Sie nicht manchmal mit kleiner Eifersüchtelei peinigt? Was ist hier los? Schon wieder Paarungszeit oder was? Umsonst strecke ich meine Arme nach ihr aus. Borge mir deine Pistole. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch so töricht sein kann, sich zu erschießen. Was soll das denn jetzt? Und ich finde es ebenso ungerecht zu sagen, der Mensch ist feige, der sich das Leben nimmt, als es ungehörig wäre, den einen Feigen zu nennen, der an einem bösartigen Fieber stirbt. Ist das wieder ein Brief von Werther? Weiß er sie zu achten, wie sie es verdient? Ich wünsche, dass es möglich sein möchte, ihn zu entfernen. Warum denn mich? Just mich, Werther, die Frau eines anderen. Just das. Ich fürchte, es ist nicht die Unmöglichkeit, mich zu besitzen, die diesen Wunsch so reizend macht. Was soll diese tobende, endlose Leidenschaft? Werther, Sie sind krank. Man erzählt von einer edlen Art Pferde, die, wenn sie schrecklich erhitzt und aufgejagt sind, sich aus Instinkt selbst eine Ader aufbeißen, um sich zum Atem zu helfen.